In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du die Partialbruchzerlegung durchführst. Gegeben ist ein Bruch, bei dem sowohl im Zähler als auch im Nenner ein Polynom steht. Der Zählergrad, das heißt der Grad des Polynoms im Zähler, muss kleiner als der Grad des Nennerpolynoms sein. Wir haben oben einen Grad von 1 und unten einen Grad von 2. Ebenso anzumerken ist, dass das Polynom im Nenner bereits in Linearfaktoren zerlegt ist. Ist dies nicht der Fall, kannst du in einem jetzt eingeblendeten Video sehen, wie man ein Polynom in seine Linearfaktoren zerlegt. Das Ziel der Partialbruchzerlegung ist nun, zwei Zahlen a und b zu finden, sodass dieser Ausdruck hier gleich a durch den ersten Linearfaktor ist plus b durch den anderen Linearfaktor. Diesen Schritt nennt man auch den Partialbruchansatz. Wir wollen nun also a und b herausfinden. Wie tun wir dies? Wir bringen erstmal die rechte Seite auf denselben Nenner. Das tun wir, indem wir kreuzweise jeweils mit dem Nenner des anderen Bruchs multiplizieren. Wir erhalten also unten genau denselben Nenner wie auf der rechten Seite. Ich meine auf der linken Seite. Da die Nenner jetzt gleich sind, können wir die natürlich ignorieren und nur noch die Zähler vergleichen. Das heißt, wir haben x plus 1 ist gleich a mal x plus 3 plus b mal x minus 2. Diese Gleichung muss natürlich für alle x gelten. Es bietet sich also an, einfach ein paar geeignete x-Werte einzusetzen und nach a und b aufzulösen. Wir setzen natürlich die Nullstellen dieser Linearfaktoren ein. Dann fällt nämlich ein Term weg. Setze ich jetzt zum Beispiel x gleich minus 3 ein, so erhalte ich auf der linken Seite minus 2 gleich, dieser Term hier fällt weg, da wir a mal 0 haben. Das heißt, ich habe noch b mal minus 3 minus 2, also minus 5b. Daraus folgt direkt, dass b gleich 2 Fünftel ist. Nun kann ich noch die Nullstelle des anderen Linearfaktors einsetzen, also 2. Und erhalte dann auf der linken Seite 3 ist gleich 5a. Und der Term mit b fällt weg, da wir b mal 0 haben. Also ist a gleich 3 Fünftel. Jetzt kann ich diese Zahlen a und b hier oben einsetzen und fertig ist die Partialbruchzerlegung von x plus 1 durch x minus 2 mal x plus 3.